Wenn man das nur macht, um den Sixpack dann zu haben oder den 65 Kilo ja das stemmen zu können oder den Hintern dann plötzlich oder weil du unbedingt ein Thigh Gap, a fuck a Thigh Gap by the way, so weißt du, ich habe kein Thigh Gap and I'm still okay. Klar, ich gehe gerade 5 bis 6 Mal die Woche zum Training und dann immer abwechselnd, mal morgens, mal abends, und das nimmt schon viel Zeit ein. Und meine Mutter ist dann halt manchmal so, die supportet mich total beim Laufen. Wir haben jetzt auch schon einen 25-Kilometer-Lauf gemacht. Echt? Also die ist ja im Marathon schon gelaufen. Also ja, und es ist immer süß, weil sie so und wann nächster Long Run? Und ich so, Mama, du, ich habe voll viel zur Zeit, ich habe ja noch anderen Sport und so. Und sie ist immer so, ja, Joyce, letzte Woche hat es nicht geklappt, diese Woche klappt es. Und ich immer so, ja, okay, Mama, wir finden einen Termin. Aber die macht schon auch echt Druck, ja. Das ist doch gut. Also ich finde es super, weil es macht auch voll Spaß. Und hast du denn das Gefühl, dass du das vor deinen Freundinnen eher rechtfertigen musst, dass das jetzt eben gerade einfach so die Phase in deinem Leben ist? Ist gerade die Phase, ja. Fällt dir das schwer oder ist das dann einfach so was, wo du dann eben auch selber keine Battles mehr mit dir hast? Ich bin schon sehr diszipliniert. Also wenn ich mache mir immer entweder Sonntagabend oder ganz früh Montagmorgen, eigentlich immer Sonntagabend, mache ich mir einen Wochenplan, wann sind meine Sporteinheiten, und das wird durchgezogen. Und egal, ob man mal spät ins Bett gegangen ist oder, also wenn natürlich Alarm ist bei einer Freundin, Emergency, bin ich auf jeden Fall immer da. Da wird alles stehen und liegen gelassen. Aber sonst wird der Plan durchgezogen. Also da bin ich dann schon diszipliniert. Ich habe in der Zwischenzeit, hat es sich in meinem Freundeskreis schon so durchaus etabliert, dass es da auch Girls gibt, die auf jeden Fall auch so sportmäßig ganz schön Gas geben. Mhm. Hast du als allerletzte Frage noch irgendeinen Tipp für, ich sag mal, für die Frauen, die vielleicht das Video jetzt sehen oder so, oder auch nochmal einen Tipp, also einfach allgemein. Was wirklich, glaube ich, einen weiterbringt, ist einfach Durchhaltevermögen. Mhm. Also wirklich. Wirklich Durchhaltevermögen. Ja. Und wenn man eine Sache aus den wirklich für einen selber richtigen Gründen, die nichts mit Eitelkeit, sondern wirklich nur irgendwie mit aufrichtiger Liebe vielleicht zu sich und zu seiner Umwelt zu tun haben, tut, dann werden die immer gut. Ja. Also das glaube ich schon. Also wenn man zum Beispiel Sport macht, nur um irgendwie bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, dann weiß ich nicht, ob man diesen Prozess, der dahinter steckt, der Liebe zu sich selber und so und dem Genuss dieser Reise auch irgendwie, genau. Es geht dann so verloren, weil dann ist man so zielorientiert. Mhm. Wenn man das nur macht, um den Sixpack dann zu haben oder den 65 Kilo ja das stemmen zu können oder den Hintern dann plötzlich oder weil du unbedingt ein Thigh Gap, a fuck a Thigh Gap by the way, so weißt du, ich habe kein Thigh Gap and I'm still okay, aber also all solche Sachen, also wenn man die richtigen Ziele hat, dann kommt man, also dann wird's gut, glaube ich. Und wenn du einen Marathon läufst und den nicht läufst, weil du sagst, oh, ich will jetzt auch mal einen Marathon gelaufen sein oder so, weil man das dann sich so auf die Vita schreiben kann, ich habe einen Marathon gelaufen, sondern wenn man dann wirklich sagt, nee, ich will diese Reise auch genießen, ich will diesen Prozess genießen, meine eigene Transformation irgendwie bewusst wahrnehmen und dokumentieren, dann wird es gut, glaube ich. Vielen lieben Dank, Katrin, für deine Zeit. Sehr gerne. Wir lassen dich jetzt mal zu Elsa. Ja, ich muss sie mal abholen. Vielen Dank und wir sehen uns bald, würde ich sagen. Ja, dann bin ich wahrscheinlich noch runter, ne?